Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal dieser PlayStation hier an die Haut. Wir wollen die äußere Ummantelung entfernen, denn diese könnt ihr ersetzen. Gibt es von PlayStation und natürlich ja, wahrscheinlich auch von Drittanbietern, gibt es dort Replacement Parts, sprich andere Cover-Systeme. Bevor wir jetzt anfangen, sollten wir die PlayStation erstmal ausschalten, klar. Wir sollten sie vom Stromnetz trennen etc. Und was wir auch noch machen sollten ist, wir sollten schnell mal den Sockel unten abnehmen, ne? Weil der stört uns sonst. Das können wir gut hier mit unseren Fingerchen machen. Wenn die natürlich liegt, in horizontaler Positionierung euch teil wird, dann braucht ihr da auch nicht mal eine Schraube lösen. So, nun haben wir die PlayStation vor uns. Lassen wir sie direkt so liegen, wie sie ist. Ich lege sie mal ein bisschen zur Seite. Und jetzt gehen wir ein Stück näher dran. Und jetzt sehen wir, hier ist unsere PlayStation. Die liegt jetzt auf einem Untergrund, der jetzt nicht mit Sand gefüllt ist, zum Kratzer vermeiden etc. Ihr könnt sie auch auf eine Decke legen. Und jetzt haben wir das PlayStation-Symbol zu uns gerichtet. Und hier sind die Anschlüsse. Was machen wir jetzt? Dieses Cover wollen wir entfernen. Das heißt, wir gehen jetzt hin und bewegen uns hier hin. Okay, ne? Wir greifen hier an die untere linke Ecke und können jetzt hier die nach oben bewegen. Ne? Seht ihr? So ein bisschen banden. Und gleichzeitig bewegen wir sie dann aber auch hier in die Richtung. Ne? So, das heißt, ein bisschen nach oben. Nicht zu viel, weil irgendwann macht es tsch und dann macht es knack und dann habt ihr auch nichts davon, weil dann ist Knackwurst am Start. Und jetzt seht ihr es in der Bandschale. Das war jetzt zu doll. Also nochmal, wir schauen uns an, was wir darunter haben. Seht ihr hier diese Penetrationsnippelchen? Und die haben die PlayStation jetzt gerade sehr gut in Position gehalten. Ja, ja. Wir machen es jetzt nochmal. Die sind nämlich hier, 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 hier drin. Ne, jetzt habe ich ein bisschen Branding hier gelassen. Nochmal, also, die sind hier drin. So, wir heben an, um sie sozusagen ein bisschen anzulocken und bewegen sie dann in die Richtung, wo der Standfuß vorher war. Ne? Zack, so, und dann kommt sie rausgerutscht oder fliegt halt weg, wie bei mir gerade. So, nun haben wir die erste Seite des Cover entfernt. So, Cover, ist auch nichts kaputt gegangen, selbst bei dieser starken Entfernungsorgie. Und jetzt sehen wir, was sehen wir jetzt hier? Hier ist das Lüftereinheit auf dieser Seite. Hier könnten wir sogar dann auch den Lüfter sehr gut reinigen, wenn er mal dreckelig ist. Ich sehe aber, mal gucken, kann man diese, ich glaube, es ist vernietet. Ja gut, müsste man, man kann dann hier bestimmt auch mit einem Pinsel drüber gehen. Man kann auch die PlayStation hier dann öffnen, ne, von der Seite. Das sind ein paar Schrauben zu sehen. Das heißt, ich denke mal, unter den Abdeckungen könnte man das auch ausbohren. Gut, verändern wir jetzt mal die Lage der PlayStation. Jetzt haben wir die PlayStation einmal umgedreht. Und im Prinzip machen wir hier genau das Gleiche wie von der anderen Seite auch. Ne? Nur, dass wir hier jetzt hingehen und greifen hier hinten an. Hier vorne ist das Schlitzi-Bitzi für unsere DVD, für unsere Blu-ray-Disc. Hier hinten wäre dann die Möglichkeit des Anhebens und dann auch wieder anheben. Ne? Anheben und weg damit. Wie ihr merkt, es geht nicht immer einfach. Zack, da war's. Okay, also nach oben und irgendwann macht es Klacki-Backi und dann könnt ihr das Case entfernen. So, hier. Hier drüben ist es was leichter, weil hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur von diesen Freunden am Start. Hier, ah, hier kommen wir an den Lüfter dran. Hier können wir die nämlich aufschrauben und dann reinigen. Hier drunter kommt die SSD und hier ist unser Laufwerk. So, wenn ihr jetzt ein neues Cover dran machen möchtet, dann benötigt ihr ein Cover zum Beispiel in einer anderen Farbe. Ihr könnt aber im Prinzip, könntet ihr die PlayStation auch jetzt so benutzen, ne? Lassen Sie mal hinstellen. So, hier, zack, PlayStation am Start. So, guck mal hier, ist auch nicht schlecht, oder? So, ne? Das wäre doch auch ein Hingucker, oder? Das ist dann so richtig, richtig cooles Teil, ey. Da sagt ihr so, boah, geil, ey, boah. Das ist dann so, guck mal, meine PlayStation, die hat es richtig drauf, ey. Die ist nackelig vor uns, ne? So, gut, machen wir weiter. Jetzt kommt
das bzw. ein neues oder das überholte Teil oder das, wenn es kaputt ist, das ersetzte Teil wieder drauf. Wie gehen wir da vor? Wir kommen an, haben hier die Schlitzibizi. Ne? Ein Teil muss einen Schlitz haben. Der Schlitz ist dann konform hier mit unserem Blu-ray Disc Laufwerk für Slot. Jetzt legen wir diesen Part drauf und der setzt sich eigentlich schon richtig in Position rein. Warum? Weil da sind die Führungen drin. Jetzt gehen wir mit der rechten Hand hin und drücken sie einfach nur rein. Ne? Zack, eingerastet. Ne? Da musst du. Geht relativ einfach. Die Montage ist viel einfacher als die Demontage. Und jetzt drehen wir einmal um. So, jetzt haben wir einmal umgedreht. Und von der anderen Seite geht es genauso vor. Na, wir haben hier die Richtungsnippel. Die Nippel kommen hier in die ganzen Plätze rein. Das heißt, wir nehmen unser Teil. Dann wissen wir, PlayStation-Symbol ist nach oben. PlayStation-Symbol wird auch hier unten von so einem etwas glänzenderen Part des Kunststoffs übernommen. Das heißt also, hier können wir auch wieder in die Führungen uns reinbewegen. Seht ihr? Ne? Zack. Und dann drücken wir sie zurück. Und eingerastet. Und schon ist unsere Playsee eventuell in einem neuen Gewand wieder für euch da. Ne? So könnt ihr also die Abdeckung rechts und links, beziehungsweise oben und unten, eurer PlayStation 5 relativ einfach und ohne Werkzeug ersetzen, beziehungsweise upgraden, wenn ihr hingeht und wollt zum Beispiel eine andere Farbe etc. Was ihr dann nur noch machen müsst, ist natürlich den Standfuß wieder rein. Das heißt, Standfuß an den Start. Standfuß geht ab hier. Dann guckt ihr, dass er hier reinpasst. Und dann dreht ihr die Schraube wieder zurück in Position. Guck mal, das geht ja wirklich ganz fix. Die Montage hier ist sehr nice. Einfach auch ohne Werkzeug zu bewerkstelligen. Und dann ist eure Playsee wieder bereit für neue Game-Abenteuer. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.